Komme ich hier hoch? Dann müsste ich doch schon fast da sein, oder? Apropos Karte, jetzt sehe ich übrigens gerade erstmal, dass da oben auf der Karte ja der entsprechende Punkt angezeigt wird und der Pfeil zeigt hier oben hin. Ich glaube, ich gehe dann mal einfach hoch. Okay, wir sind hier, aber kommen hier nicht wirklich weiter gerade. Können wir damit irgendwas machen? Können wir das irgendwie... Nee, ich möchte ungern Schuss verschwenden. Au, okay, merke, nicht mehr einfach so runterspringen. Aber wir müssen bestimmt irgendwie diese Baumstämme, die da oben hängen, irgendwie nach unten befördern, zumindest ein Stückchen. Können wir das hier irgendwie benutzen? Oder da rein? Nein? Schade. Gehe ich mal hier rum? Oh Gott, möchte ich da durch? Ich meine, irgendwo hier, er hat es ja gerade selber gesagt. Irgendwo hier ist auch der Stucky noch. Was ist das hier? Ach so, das ist nur Strommast, denke ich mal. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Ja, der Weg nach oben ist wahrscheinlich auf den Baumstämmen entlanglaufen. Oh, schön. Revolvermunition. Lithiumbatterie, sonst leider nichts. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Okay, irgendwo beim Holzlager. Ist das hier jetzt mit Holzlager gemeint? Das will ich doch hoffen. Wieder eine Thermosflasche. Stromgenerator. Okay, ich laufe jetzt hier erstmal ganz am Rand entlang. Vielleicht finde ich hier noch was. Was genau? Ah, das hier meint er wahrscheinlich. Das sieht nach... Uah! Alter! Das ist unfassbar. Lauf weg! Erstmal ein bisschen Distanz schaffen. Aber die sind schnell, ne? Die Typen. Oh, shit! Komm schon! Gibt's doch nicht, wow. Hui. Dabei wollte ich mich doch eigentlich echt darauf konzentrieren. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ja, ich wollte das doch echt so machen, dass ich jedes Mal wirklich erst die Dunkelheit vertreibe. Aber wenn da so drei auf einen zustürmen, dann ist das gar nicht so leicht. So, da hinten der... Ah, schön. Strom funktioniert. Jetzt aber schnell. Also wirklich, bei einem, da kann man das ja mal easy machen. Erst die Dunkelheit vertreiben und dann draufschießen. Aber wirklich, wenn da drei... Huch! Wenn da drei Typen kommen... Holzschiene bewegen, dann ist es gar nicht so leicht. So, ich denke mal, das genau dazwischen zu packen, nämlich hier, ist sinnvoll. Und jetzt wieder da oben hoch. Ja, so viel zum Thema da oben hoch. Hier war's. Und man kann sich ja schon so in etwa denken, das sind alles, also dieser Mann ganz am Anfang, der ja irgendwie gesagt hat, Charakter aus dem Buch und hier und da. Was habe ich denn hier gemacht? Moment, ich komme hier oben hoch, ne? Wo habe ich das denn hingeschoben? Sag mal, was habe ich denn da... Hoch. Was habe ich denn da bitte gesehen? Das sah doch so aus, als würde es dazwischen hängen.
Nee, was ich eigentlich sagen wollte, von wegen Charakter aus dem Buch und dass er jetzt irgendwie in seiner eigenen Geschichte oder so gefangen ist, würde natürlich ganz gut passen. Ich sehe jetzt erst, dass wir auch hier hochkommen. Einfach mal gucken, wo es dahin geht. Denn das sah gerade echt so aus, als hätte ich dieses Ding genau dazwischen gepackt. Habe ich auch, und zwar an dieser Stelle. Okay, spring, spring, spring. Gut, sehr gut. Das hat dann wohl schon gereicht. Tankstelle erreichen, Kontrollpunkt erreicht. Okay. Und wie wir gerade schon gesehen haben, er verliert an Ausdauer, wenn wir zu lange rennen. Was ist das hier? Schrotflintenmuni. Gut. Ich hoffe nur, ich habe die Schrotflinte nirgendwo übersehen. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Ich möchte das eben noch hören. Ah, okay. Ist Tobi ein lieber Hund? Oh, Tobi liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben wir es alle gehört. Ich hoffe, Tobi ist bald wieder da. Ja, das hoffe ich auch. Jetzt mache ich endlich die Kiste auf. Leuchtpistole. Schön. Waffe nachladen. Und dann wechseln wir aber direkt wieder ganz normal auf den Revolver. Oh, ich höre schöne Musik im Radio. Das gefällt mir, aber ich möchte jetzt hier nicht zu lange stehen bleiben und noch das Lied hören. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Und sind, wie es aussieht, auf dem richtigen Weg. Dann spare ich mir wirklich die Die Energie. Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Ja. Hilfe! Alter, diese Stimme! Oh, ist hier gerade was? Ist der hier? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe sie nicht. Da. Komm schon. Au. Ich wusste, das wird mich treffen. Shit. So, Jungs, jetzt macht mal ruhig hier. Ist alles gut. Ihr braucht mich nicht verfolgen. Ich habe euch nichts getan. Hoffe ich doch. So, Batterie. Was steht da für ein Name? Safe Haven. Okay. Sicherer Hafen. Oh, shit. Lass los. Lass los. Au. Komm her. Oh Mann. So, den schalten wir jetzt aber ein. Ich hoffe, ich habe einen kurzen Moment Ruhe. Oh Gott. Ah, das habe ich mir fast gedacht, dass dann hier das Licht angeht.
Schön. Ich muss aber trotzdem weiter, ne? Ich kann ja jetzt hier nicht ewig lange stehen bleiben und Schutz suchen. Vielleicht sollte ich das aber. Nee, ich glaube, das sollte ich nicht. Ich muss hier durch. So, komm, Beine in die Hand nehmen und rennen. Ich hoffe, ich bin hier einigermaßen. Oh, Alter, die sind so krass, ne? Ey, das gibt's nicht. Komm. Ey, das darf nicht wahr sein. Ich habe ja hier kaum. Shit. Ich bin gleich tot. Komm schon. Scheiße. Ey, ich hätte die Leuchtpistole nehmen sollen. Wow, war das jetzt heftig. Aber die Energie regeneriert sich zum Glück. Ich laufe in die komplett falsche Richtung, glaube ich. Hier ist Licht, aber hier sind auch gleich wieder welche. Ey, was? Bitte, was? Oh Mann. Also mit dem Gameplay werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal echt noch Probleme haben. Und ich habe das Gefühl hier, das werden immer mehr hier. Ich laufe jetzt einfach mal hier hoch, weil ich glaube, dass wir hier richtig sind. Hui, wir sind im Licht und wir sind auch wieder komplett geheilt. Schön, das freut mich sehr. Und weiter geht's. So langsam müssten wir jetzt aber auch mal da sein, ne? Ich gehe noch mal eben kurz hier oben hin. Da ist wieder irgendwas. Haben wir hier noch irgendwo eine Kiste? Da ist sie doch. Sehr schön. Gut, also in den Kisten finden wir immer die Leuchtpistolen. Wenn ich es hinbekomme, werde ich die dann bei größeren Massen an Gegnern anwenden. Wow! Ganz toll, Skirky. Ich habe überhaupt keine Angst. Zum Glück nicht. Hier ist. Okay, wie viel hat das gebracht? Sind die alle hinüber? Das waren, glaube ich, drei Stück. Jawohl. Okay, gut. Das hat doch jetzt ganz gut geklappt. Können wir hier noch mal eben rein? Oder müssen wir da sogar rein? Lithiumbatterie? Schrotflinte, wow, super. Schrotflintenmunition. Auch super. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan. Grenzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorhergestellt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Calvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Aha. Quantenselbstmord? Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole.
Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Nice Springs. Okay. Das war jetzt irgendwie ganz cool, fand ich. Was haben wir da? Ein Kalender. Okay. Und hier ist das Tor auf Manuskriptseite. Wieder irgendein Generator. Ich weiß gerade nicht, wofür der da ist. Ich benutze ihn mal. Oh oh. Wo seid ihr? Hallöchen.